Ich bin auf dem Weg in das Viertel meiner Kindheit. Solche sozialen Brennpunkte gibt es überall, in Hamburg wie in Hannover oder Bremen. Ich bin hier in Neukölln groß geworden. Meine Eltern stammen aus der Türkei. Früher ein gemischter Stadtteil, jetzt gibt es hier Schulen mit bis zu 90% Migranten. Die Stimmung gereizt. Deutsche Schüler werden angeblich gemobbt und ausgegrenzt, doch keiner spricht offen darüber. Was läuft hier falsch? Auch in der Thomas-Morus-Hauptschule gibt es kaum noch deutsche Schüler. Zwei davon sind Johnny und Dennis. Die Mehrheit der Schüler stammt aus dem Libanon, der Türkei oder dem ehemaligen Jugoslawien. Sie geben hier den Ton an. Wer sich nicht anpasst, gilt als Außenseiter. Ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, wenn man hier bestehen will. Die anderen bilden alle so große Gruppen. Und die fast einzigen zwei Jungs mit blonden Haaren stehen irgendwo in der Ecke und versuchen nicht aufzufallen. Schon der Gang über den Schulhof wird für Dennis und Johnny zum Problem. Sie werden fast täglich gemobbt, erzählen sie mir. Wie ist es so, dann schon noch zu laufen, wenn die Leute euch so nerven? Schlimm. Wollen wir mal noch ein bisschen laufen? Kann ich noch laufen. Wir wollen sprechen, doch immer mehr Jugendliche drängen sich um die beiden Jungs. Diesmal ist es die Kamera, die sie zu Übergriffen animiert. Dennis und Johnny sind sichtlich verunsichert. Warum hast du ihn jetzt alle an den Hinterkopf? Ja, weil ich macke. Das ist meine Kasse, ey. Sag mal nicht für euch einfach. Ja, ich mache auch mal hier. Ja, das glaube ich selber nicht. Dennis ist plötzlich verschwunden. Johnny versucht, cool zu bleiben. Vergeblich. Könnt ihr euch erklären, warum das jetzt gerade so extrem war? Weil Kameraleute hier sind. Deswegen? Ja. Und ansonsten ist es aber nicht so extrem. Nicht ganz so schlimm. Nicht ganz so schlimm, sagst du? Und was machst du dann eigentlich, wenn die dann anfangen, dich so zu ärgern? Wir gehen einfach jetzt so rein oder wir laufen irgendwo hin, dass die nicht nachkommen. Das ist so euer Alltag? Nee. Ja, so. Was muss man sich da anhören? Na, mich belängen sie. Opfer, was machst du hier? Verpiss dich mal. Hat es was damit zu tun, dass ihr nicht dazugehört irgendwie? Oder? Weil wir keine Ausländer sind, vielleicht. Geht ihr jetzt in die Klasse? Ja. Wollen wir mal zusammen gehen? Okay. Ich will wissen, was auf dem Schulhof abgelaufen ist. Die Lehrerinnen unterbrechen ihren Unterricht und erlauben mir, den Vorfall mit den Schülern zu besprechen. Wir sind ja da mit Johnny und Dennis auf dem Hof gewesen. Ich habe mich mit denen gerade unterhalten und da ist eine Meute von Schülern gekommen und hat sie getreten, bespuckt, geschubst und ist dazwischen gesprungen. Du warst zum Beispiel dabei. Ich würde ganz gerne wissen, warum das so ist. Also, dass das so ist, ist für mich jetzt eine Tatsache, weil ich habe das gestern auch schon beobachtet. Ja, weil die bestimmt nicht mit den anderen rumhängen. Deswegen werden sie so viel mehr als Außenseiter bezeichnet. Und meistens machen ja auch Türken immer so Gruppen und so. Und wir sind dann einfach Außenseiter, nur weil wir Deutsche sind. Ich bin doch selber Deutscher und keiner macht das bei mir so. Warum, woran liegt das, denkst du? Dann liegt daran, dass, also wie ich mich verhalte und so. Also, wir verhalten uns alle so wie Gangster. Wir sind keine Gangster, aber wir verhalten uns so. Wir bauen Scheiße und so. Und wir sind keine Streber, wir sind nicht gut in der Schule und so. Und Johnny ist gut in der Schule und er benimmt sich auch richtig. Er macht keine Scheiße und so, deswegen ist er ein Außenseiter. Ach so. Was ist noch der Unterschied zu Deutschen? Welche Unterschiede gibt es noch? Die Deutschen dürfen bis, weiß ich was, Party, saufen, ja so. Wallah, ja. Ist doch so. Dürfen eure Schwestern genauso viel wie ihr? Nein. Die Schwestern dürfen nicht mit Jungs raus oder so. Ja, dann falls sie was Falsches machen. Mhm. Ja, ist so. Also die so freier sind, die raus dürfen und einen Freund haben,
Vor denen habt ihr nicht so viel Respekt. Nein, sie jumpen. Ali, ich bin echt total erschüttert, dass du die oder ein Teil der deutschen Mädchen hier in so eine Schublade tust und die als Schlampe bezeichnest. Das finde ich also wirklich absolut inakzeptabel. Wo ist denn die Disco, Mann? Weil die ficken wollen. Das eine haben wollen, weil es wirklich so weit. Ich möchte den Direktor sprechen. Wie sieht er das, das Auseinanderdriften der Gruppen? Die neue Minderheit der Deutschen, die neue Diskriminierung, jetzt eben umgekehrt. Als ich 1971 angefangen habe, da war meine Klasse bestand aus 36 Schülerinnen und Schülern und da waren dann zwei Griechen dabei und zwei Türken. Und heute? Ja, heute haben wir ja neue Klassen, siebte Klassen, die ausschließlich aus Migranten bestehen. Wie ändert sich da die Stimmung? Was sind denn die Probleme, mit denen Sie zu kämpfen haben? Ich sehe das, dass das die Minderheit, also sprich die Nicht-Migranten-Kinder, die Urdeutschen, die werden sich hin und wieder anpassen und sie passen sich auch an. Sie sind geschickt im Abtauchen, sich verdrücken, um nicht unbedingt eine Konfrontation zu erleben. Das ist Tatsache. Mhm. Es ist verstörend, was ich hier erlebt habe. Auch in meiner Kindheit gab es hier Konflikte, aber es gab noch keine Ghettobildung. Die Politik hat in den letzten Jahren die Augen zugemacht. Die Trennung hat sich verschärft. Ich will mit jemandem sprechen, der diese Veränderung tagtäglich beobachtet. Im Neuköllner Polizeirevier arbeitet Peter Herzfeld seit über 20 Jahren. Wir haben hier festgestellt, dass die Menschen, die hier leben, die Jugendlichen einen Aktionsradius von ca. 500 Meter um ihren Wohnort herum haben. Und sie erleben eigentlich nur Menschen ihres Herkunftsgebietes. Das heißt, die Kultur erschließt sich nicht, die deutsche Kultur. Das bedeutet, hier leben Menschen, die eigentlich gar nicht in Deutschland leben, weil sie unter sich bleiben und in ihren eigenen Traditionen und Kulturen weiterleben. Na, wir erleben hier den türkischen Bäcker, wir erleben hier den türkischen Fleischer, wir erleben den arabischen Händler und man ist nicht gezwungen, diese Sprache zu sprechen. Das heißt, die Eltern alleine als Mitstabilisator eines Kindes leben nicht in dieser Welt hier, sondern sie leben noch in ihrer alten Welt, weil sie die Sprache, das wichtigste, sag ich mal, Informations- und Transportmittel von Informationen nicht beherrschen und auch kein Interesse haben in dieser Kultur und sich hier einzubringen. Ich begleite Peter Herzfeld beim täglichen Rundgang durch den Kiez. Sein Job ist es, immer wieder ins Gespräch zu kommen mit den Jugendlichen. Ich nutze die Chance und frage nach. Hast du deutsche Freunde? Kennst du Deutsche? Na klar kenne ich Deutsche, aber ich bin nicht mit denen befreundet. Warum? Hat das einen speziellen Grund? Ich weiß nicht, ich habe halt keine. Ist aber auch gut so, finde ich. Keine Ahnung. Wieso ist es gut so? Ich weiß, ich glaube, ich würde mit denen gar nicht klarkommen. Wie ist denn das jetzt, wenn jetzt ein deutscher Jugendlicher herkommt? Fällt das dann auf oder wie reagiert man da? Ja, also es fällt auf. Es sind schon mal dann, es kommt vor, dass manche Jugendliche da sind und schiefe Blicke auf ihn richten. So nach dem Motto, pass auf, was du machst, sonst steche ich dich ab in dem Sinn halt. So schlimm schon? Ja, leider. Wieso das denn? Also ist das jetzt so ein Vorurteil von unseren türkisch-arabischstämmigen Jugendlichen hier, dass sie denken, Deutsche sind unzuverlässig, Deutsche können halt nicht so reden, wie wir es tun. Deutsche haben nicht denselben Glauben und kritisieren uns. Es ist nur bei den Jugendlichen so, dass Jugendliche Deutsche nicht akzeptieren wollen, weil sie in dem Sinne anders sind, weil sie sich nicht so benehmen, wie wir es, also wie wir als Gesellschaft das eigentlich erwarten. Der Jugendliche spricht offen aus, was viele hier im Kiez denken.